Hallo, herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley im Multiplayer mit der wunderbaren Line und der Primrose. So, wir gucken mal raus und gucken mal, was die Line betrieben hat. Die ist schon fleißig wieder am Handwerken. Mir ist aufgefallen, in der letzten Aufnahme ist sehr schön, dass der Ton auch so ein bisschen, also es wurde besser, als ich die Musik runtergestellt habe. Ich werde jetzt mal die Töne noch so ein bisschen runterstellen und die Musik vielleicht doch noch einen Ticken weiter runter, weil es war ganz schön laut. So, gucken wir mal, was die Line getrieben hat. Wo ist sie denn? Wo bist du denn? Wo steckst du denn? Ach, da unten. Na, bist du fleißig? Tihi. Cool, dass man hier noch jemanden hat. Einfach. So. Rüdeln ins Bett rum. Ja. Ja. Wir sollten an den Mais denken. Wir haben noch so viel Mais. So, ganz viel Mais. Durch. Ja. Ganz schön schmal, aber geht. So, dann gehen, weiß nicht, gehen wir mal hoch. Guck mal nach den Hühnern. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie gemacht hat. Es ist halt immer schwierig, da eins. Oh, sie ist grummelig. Hat sich keiner gekümmert. Oh nein, ich sehe schon warum. Aber ein Riesenei haben sie. So, das nehmen wir mal mit alles. Komm, gib her. Los, gib mir Heu. Gib mir Heu. So. Noch sind 8 Tage. Ja, okay. Richtig. Was denn da können? Ja, los. Auch noch Pastinaken. Das hat mich erwischt. Oh, okay. Ja, aber die kriegst du trotzdem nicht voll hier. So. Oh, mal 30 Pastinaken. Oh, 35, so. Geht voll. Ja, aber ist doch gut, wenn die wachsen und wir die reinpfeffern können in die Erde, ist doch toll. In die Kiste. Und dann geben sie uns Geld. Und Geld brauchen wir für den Pferdestall. Wir wollen unbedingt einen Pferdestall. So. Das ist das Resultat unserer ganzen Teilnehmungen. Okay. Schmeißen wir erstmal hier die... Wo sind sie denn? Die Pastinaken auf den Boden.
hier noch. So. So, so, so. So, so. Und dann hier noch. So. So, eine haben wir noch. Ball losgeworden. Dann gießen wir das mal noch. Ja, es wird reichen, denke ich auch. Ach nee, das will ich doch gar nicht. Ich muss mal nach oben ziehen. So. Hier noch. Und hier. Hier. Und hier. Dann haben wir es. Sehr schön. Alles wieder voll. Guck mal, hier ist auch noch Platz. Obwohl, viel Platz. Was hat sie geschrieben? Dann haben wir richtig auf die Kacke im Sommer. Ja, Mann. Wir sollten den Mais düngen, bevor wir ihn an... Oh, ich kann nicht mehr schreiben. So. Ich bin so Medium-Schnellschreiber. So. 5 goldene Mais. Okay. Okay, gut. Jo. Genau. Okay, also die Hühnchen sind drin. Haben wir die jetzt gefüttert? Die hätten wir gefüttert, ne? Aber wir haben noch Eier. Die können wir mal noch in die Dings schmeißen. Und die Kühe. Was ist mit den Kühen? Wir haben gar nicht nach den Kühen geguckt. Das schmeiß ich auch weg. Und die Fackel. Und den Rest. Brauchen wir einen Standarddünger, ein bisschen Harz und... Okay. So, ich will nochmal schnell nach den Kühen gucken. Ich habe gar nicht nach den Kühen geguckt. Ich habe das rumgetrödelt hier. Oh nein, die armen Dinger. Oh nein. Gib mir noch welche. So. Da rein. Dass sie morgen wenigstens was zu essen haben. Können wir sie noch melken? Ach, guck mal, sie ist noch wach. Nee. Sie sieht wach aus. Können wir dich noch melken? Im Schlaf? Nee. Okay. Dann nicht. So. Bei mir geschreit gerade so ein Kind im Innenhof. Weiß nicht, ob man das hört. So. Können wir für den meisten Zwischendinge? Ja. Ich kann noch keinen machen. Ich bin noch nicht so lange dabei hier, dass ich das schon könnte. Ich habe schon ein paar Sachen aufgelevelt, ich weiß nicht. So viel kann ich noch nicht herstellen, ich kann ja mal gucken. Obwohl, Hydro-G, doch. Ach doch. So, erstmal ins Bett. Hihi. So, Tag 2, nee, Jahr 2, 20. Tag im Frühling. So ein bisschen Geld haben wir gemacht. So, ging doch. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir das gießen, was wir gießen müssen.
Nee, das ist ja ganz gut. Ich würde sagen, also die Wiese breitet sich gut aus. Wir haben da bloß ein bisschen angepflanzt gehabt. Erstmal so in den Kühen. Okay. So. Dann die Melkmaschine rausgeholt. Und die Milch gezapft. Komm her. Plopp. Milch. Plopp. Noch eine Milch. Und dann bringen wir die Maschine zurück. Und dann würde ich sagen, können eigentlich auch mal so eine Käsemaschine oder sowas machen. Guck mal, hier ist echt voll viel fertig. Dann machen wir das erstmal. Okay, die Hühnchen. Nein, keine Bohnen essen. Nochmal weg, Hühnchen. So. Die knutschen wir noch. Guck mal da. Gar nicht, ob die hier überhaupt Gras finden. Wir müssen das Hühnchenhaus überhaupt, also unbedingt wegstellen, auf jeden Fall. Ich finde es nicht gut, dass die, kann man das noch rausholen hier? Ne. So. Dann nehmen wir noch das Heu darüber und füttern die mal. Yo. Ja, ich könnte dir mal helfen auch dann später, aber ich will erstmal gucken, dass der Hof läuft so ein bisschen. Guck mal, hier gibt es viel zu ernten. Dann machen wir das erstmal. Oh, die Erdbeeren sind auch fertig, glaube ich. So, grüne Bohnen. Die haben wir weg. Nee, so will ich das nicht. Warte mal. Drück mal das Falsche. So. Die gehen weg. Die Milch, die Eier. Okay. So. Dann können wir mal die Erdbeeren können wir auch mitnehmen. Nö, nicht essen. Die will ich auf keinen Fall essen. Weil aus denen will ich der Erdbeersamen machen. Ich weiß nicht. Also 7 Erdbeeren haben wir jetzt. Da sind 2 Samenmaschinen, da gehen wir mal hin. So und so. Jo, das machen wir mal. Und dann, weiß ich nicht, können wir ja mal... Ich frag mal. Kannst du nochmal... Nochmal versuchen. Weil wir hatten, das letzte Mal hatten wir versucht, den Hühnerstall schon umzustellen irgendwie. Und das ging irgendwie nicht. Das war irgendwie buggy. Also sie konnte das nicht machen. Und jetzt, vielleicht geht's ja jetzt irgendwie. Ich frag mal, ob sie das nochmal versuchen kann. Versuchen den Stall, den... So? Nein. So, hier nehmen wir erstmal das Erdbeerchen-Zeug mit. Da haben wir schon mal 3 Samen. Ist schon mal gut, schon mal ein bisschen mehr. Geht nicht. Scheiße. Geht relativ schnell mit den Erdbeeren. Jetzt haben wir schon unsere Samen drin auf jeden Fall wieder. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr raus. So, nochmal 3. Jetzt haben wir 10. Ja, ist schade. Jetzt können wir halt... Sind diese Häuser, die wir setzen, sind relativ endgültig anscheinend. Also... Irgendwie geht es nicht, dass wir die umsetzen können. Das ist auf jeden Fall buggy noch. Das sollten sie auf jeden Fall bitte beheben. So. Okay, dann müssen wir irgendwie... Wir müssen irgendwie... Okay. Okay, wir müssen es anders machen. Aber es ist echt nicht viel Fläche hier. Also ich überlege gerade, ob ich hier einen Zaun hinpacke. Einfach so von hier dann hier rüber. Aber das nimmt halt voll viel Fläche so. Bis hier hin.
Wir könnten die Hühnchen auch immer drin lassen, aber das wäre auch blöd. Ich meine, es ist schon schön, dass sie über den Hof laufen. Sollen sie es halt, dann laufen sie halt über den Hof. So, da haben wir mal Monolog gehalten. Ich halte gerne Monologe. Ja. Okay, so, weiter geht's im Text. Ich bin ein bisschen ziellos gerade. Waren wir bei den Kühen schon? Nein, waren wir nicht. Dann gehen wir dahin. Wo waren wir doch? Natürlich waren wir da. Wir haben 12 Erdbeersamen. Okay. Erdbeersahne. Erdbeerkäse. Ist nicht so schlimm. Wir können ja... können ja drumherum arbeiten. Wenn wir einfach die Sachen von vornherein richtig hinsetzen, dann macht uns dieser Bug halt nichts. Also es ist halt momentan noch so, dass wir da nichts ändern können. Großartig. Aber hier sind noch Samen drin. Da packe ich mal die Erdbeersamen dazu. Dann können wir das mal anordnen und organisieren. So. Und dann habe ich hier noch ein bisschen gemischte Saat. Können wir auch organisieren. Das ist doch doof. Warum ist denn das dazwischen? Das ist auch egal. So. Weiter geht's. Was macht die Line? Die fischt noch, die angelt. Das können wir jetzt auch mal machen. Wir können mal ein bisschen runtergehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wo ist sie denn am Angeln? Also nicht hier bei uns. Nicht bei uns. Hier vielleicht. Ich kann mal hier angeln. Oh, ich habe gar keine Angel bei. Ich habe überhaupt keine Angel. Ich muss mir mal eine Angel abholen, oder? Ich habe ja... Da habe ich die schon abgeholt. Ich glaube, ich habe die schon abgeholt. Ich gehe einfach wieder Bastis Angel leihen. Macht ja nichts. So. Lalala. Er ist ganz schön eingemauert worden, aber ich war, war das nicht. Aber es ist ganz cool, so sind wir ein bisschen strukt. Das ist witzig hier. Ich war noch gar nicht bei ihm. Was hat er denn da? Was ist das? Ein Stuhl? Bist du ein Stuhl? Oh! Mist. Mist. Ach guck mal, man kann den drehen. Okay. Cool. Das wollte ich nicht. Ja, man kann halt alles aufheben im Grunde. So. Dann die Angel. Und dann gehen wir mal wieder runter. Macht ja nichts. Wenn wir in Ohnmacht fallen. Wir sollten einfach früh genug nach Hause gehen. Ach, das ist gar nicht Line. Wer bist denn du? Lea. Wenn du meine Hütte in einen Klopfen hörst, bin es vermutlich nur ich, während ich einmal das Glück... Ach so. Doch, oder unten ist doch irgendwas. Ich höre es doch. Irgendwo fischt jemand. Das ist doch egal. Ich fische hier. So. Ich weiß gar nicht, wo Line ist. Irgendwo muss Line sein. Ich kann sie auf jeden Fall hören. Oh Gott, ich bin so schlecht im Fischen. Komm her. Komm. Nein. Ja, okay. Ich habe einen Schwarzbarsch. Okay. So, nächster. Oh, ein bisschen Müll. Und nächster. Lalala. Aber so reinigen wir gleich den See. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Status-Effekt gibt oder so, ob das irgendwie dann schneller reinigt, wenn wir eine Grünalge. Okay. So, weiter. Wie die sich daran schlängeln konnte. Wahrscheinlich durch die Strömung. Ups, falsches Geräusch. Da habe ich mich triggern lassen.
Na, Lea, bist du hier lang? Heißt du überhaupt Lea? Weiß gar nicht, hier kommst du nicht lang. Leute, jetzt hängt sie an mir fest. Ich geh hier nicht weg. Hallo, Line. Komm, ich bleib jetzt an uns beiden hängen immer. Da kommt die nächste, da kommt Abigail. Aber sie rennt einfach durch, weil sie sauer ist. So, wir können ja noch ein bisschen angeln. Los, los. Na, und du so? Ich wollte gerade schreiben und du so und dann bis er an. Ich schreibe lieber nichts. Brr, brr, brr. Bei mir beißt nichts an. Bei mir ist nichts. Hallo? Ah. So schlecht darin, wirklich. Na, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Komm schon, 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 komm schon. Furchtbar. Voll anstrengend. Ja, schön. Auf jeden Fall machen wir hier noch Nachtangeln, aber wir sollten gleich zurückgehen dann auch. Das ist jetzt, ich würde sagen, wir gehen nach dem... Nein, komm, nein, oh nein, da oben war eine Schatztruhe. Komm, Line, wir gehen. Komm, wir gehen ins Bett. Einmal noch. Warum ist denn Ihre Angel so viel länger als meine? Yay, Fisch, Fischi, Fischi. So, den will ich jetzt noch fangen. Nein, nein, komm, 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 komm. Nein, 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 oh, fuck you. Ich hasse diese Scheiße. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Kann man das auch mit einer anderen Taste als mit der Maus machen? Ich finde das mit der Maus voll un... Also blöd. So, ich gehe jetzt erstmal gleich schlafen. Ich gehe einfach mit zu Line. Ich bin bei Line heute. So. So. Gute Nacht, Line. Ich schlafe bei dir. Nach die. Oh, ist das schön. So, guck mal, da haben wir auch noch. Oh, guck mal, Viehzüchter. Ich will Viehzüchter.